Hallo Freunde und willkommen zurück zu Rasenschach. Es ist an der Zeit für das 103. Nordderby. Der SV Werder Bremen empfängt den Hamburger Sportverein. Die Hamburger letzte Woche ja mit ihrem 3:1-Sieg zu Hause gegen Dortmund, denke ich mal, relativ glücklich und halbwegs oben auf. Vielleicht können sie den Schwung so ein bisschen mitnehmen. Aber jetzt wird erstmal hier orakelt, wie denn das Spiel höchstwahrscheinlich ausgehen wird. Denn wir wissen ja, bisher war jeder Tipp fast richtig. Und deswegen wird auch dieser Tipp jetzt hier stimmen. Ah, schön. Ja, scheiße. Das wollte ich ein bisschen zu sicher machen. Und anstatt ihn reinzubringen, wollte ich nochmal den Schritt vorbei versuchen. Das geht ja dann meistens in die Hose. Scheiße, scheiße, scheiße. Boah, und so schnell sind die vorbei. Alter, das geht gar nicht. Boah. Hui. War das jetzt eine Abwehraktion oder war das der... Ja, konnte man eben nicht so richtig erkennen, ob der Bremer oder mein Abwehrspieler da am Ball war. So, erstmal weg vom Strafraum mit dem Ding. Und ein bisschen sortieren da hinten. Joa, scheiße, jetzt hat der auch noch Glück hier. Na gut, ab zur Eckfahne damit. Den kannst schießen lassen. Ich glaube, das mit den hohen Abschlägen, das brauche ich eigentlich kaum versuchen. Die Erfolgschancen sind da relativ gering. Ah, was mache ich denn hier? Mist. So, was hat er jetzt gepfiffen? Für oder gegen mich? Das war ja klar. Die Bremer doch relativ druckvoll hier. Drücken mich jetzt gerade hinten so ein kleines bisschen rein. Wobei das bisher in allen Partien, die ich gespielt habe, immer so ein bisschen so war, dass ich in der ersten Halbzeit so ein bisschen gebraucht habe, um reinzufinden. Und dann, wenn denn Tore gefallen sind, sind die in der Regel in der zweiten Halbzeit gefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt bei einer Folge Rasenschach schon mal ein Tor in der ersten Halbzeit gemacht habe. Ich würde eher behaupten, nein. Wobei ich jetzt auch nicht alle Folgen im Kopf habe. Jawohl. Oh, jetzt rein in den Strafraum. Oh ja. Und da fällt das Ding. Oh. Da geht er durch, da geht er. Und die lassen dem den ganzen Platz. 22. Minute, 0:1 für den Hamburger Sportverein. Gut, spätestens jetzt haben wir das erste Mal ein Tor in der ersten Halbzeit gemacht. Sehr geil dann auch durchgegangen da. Hier den Fehler ausgenutzt, der Gegner macht den völlig falschen Schritt. Und die lassen dem aber auch Platz. Das geht gar nicht, Leute. Das ist tödlich. Das ist in der Kreisliga tödlich, so eine Aktion. Da braucht man sich auch nicht wundern, wenn man dann kassiert da hinten. Oh, gut. Er ist drüber weggesprungen. Kein Foul. Hat ihn dafür aber schön ins Aus buxiert. Und jetzt geh ab, jetzt geh ab. Jawohl. Und nochmal rein in den Strafraum. Das Ding kannst du doch ganz klar pfeifen, Alter. Ey. Ich weiß nicht, was das immer soll, Alter. Ich habe echt den Eindruck, dass die Schiris hier wirklich auch künstlich Fehlentscheidungen produzieren sollen. Und das sind dann oft Dinger, das geht gar nicht, Alter. Das wird
Auf Kreisniveau wird es gepfiffen. Und hier geht es durch. Alter. Oh, sowas regt mich auf. So eine Fehlentscheidung regt mich richtig auf. Ja, schade. Jetzt habe ich, wollte ich vielleicht mal versuchen, ein Stück durchzugehen. Ah, gut, die Bremer müssen jetzt ein bisschen aufmachen hinten. Gut, jetzt vielleicht noch nicht unbedingt, dafür ist noch ein bisschen früh. Aber wenn sie noch was reißen wollen vor der Halbzeit, dann muss was passieren. Oh, da geht er durch, da geht er durch, wie ein Messer, wie ein. Ja, wollte ich gerade sagen, Alter, das Ding musst du pfeifen. So, und wisst ihr, was ich jetzt einfach mal mache? Das gönne ich mir jetzt einfach mal. Ich lasse jetzt Remy Adler schießen. Und er versenkt das Ding. Hui. Torwart hat die Ecke zwar geahnt, aber ja, was soll's. Aber das mache ich gerne. Einfach mal den Torwart einen Elfmeter schießen lassen. Damit kann man, wenn man online spielt oder weiß ich, gegen Kumpels oder so, kannst du da so richtig schön die Leute ärgern, wenn der Torwart ein Tor macht. Da fluchen die immer wie die Schnapskutscher. Das ist so richtig schön. So, 0 zu 2. Noch knappe 10 Minuten in der ersten Halbzeit. Vielleicht kriegen wir ja noch einen. Dann ist die Kiste hier eigentlich schon durch. Wenn wir jetzt hier in der ersten Halbzeit noch eins machen, und das 3-0 nachlegen hier, dann ist die Sache gelaufen. Dann geht es für Bremen echt nur noch darum, Schadensbegrenzung zu betreiben. Ach. Ach, das war fast ein bisschen abzusehen, dass er jetzt da sich dazwischen drängelt. Ja, aber irgendwie habe ich den Eindruck, die Bremer wissen gerade nicht mehr so richtig wie. Wirkt alles ein kleines bisschen unkoordiniert. Oh, das Ding sah jetzt aber mal gut aus. Oh, da war der Kopf noch zwischen. Gute Abwehraktion. So, komm, jetzt bloß nicht noch hier in der Nachspielzeit von der ersten Halbzeit ein Ding fressen. Ah, und den Gegner bloß nicht stark machen dadurch. Jetzt erstmal weg vom Tor. Und dann dürfte jetzt auch gleich. Ach, Scheiße. Das wäre es jetzt natürlich gewesen, wenn ich da jetzt noch den Schritt vorbeigeschafft hätte und dann eigentlich quasi blank vorm Keeper gestanden hätte. Ja, gut, 2 zu 0 zur Halbzeit oder 0 zu 2 zur Halbzeit. HSV auf einem richtig guten Weg. Ach, das war jetzt doof. Aber naja, gut, wenigstens im Ballbesitz geblieben. So, wo jetzt am besten hin? Scheiße, ich weiß nicht. Ich weiß manchmal dann nicht so recht wie. Ah, das war doch mal ein traumhafter Pass. Boah, fuck. Riesen Pech gehabt. Ich bin voll konzentriert, Freunde. Weil ich will hier unbedingt mal ein 3-0 machen. Oder wenigstens noch das 3-0 machen. Oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Oh, das gibt's nicht. Hat er da echt noch die Füße zwischengekriegt? Oh, sag nicht ich.
Oh nein. Genau auf den Torwart. Ah, genau da soll er hin. Ja, das war jetzt zwar ganz nett gedacht, aber schlecht ausgeführt, das Ding. Felix Groß, Tonis Bruder. Also bis hierhin von den Bremern noch keine wirklich zwingenden Aktionen. Ein, zwei ganz nette Torchancen, die dann aber mehr oder weniger so ein bisschen verpufft sind. Jawohl, oh, das sah schön aus. Und jetzt rein in den Strafraum, geh in den Rückraum da oben. Oder so. Und da fällt es. Zählt das? Ja, es zählt. Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet, ob da irgendwie Abseitsverdacht war. Muss ich gestehen. Naja, ein bisschen Glück gehabt jetzt gerade. Gucken wir uns nochmal die Wiederholung an. So, was macht der Abwehrspieler da? Der geht an den Pfosten ran. Das ist mir jetzt auch nicht ganz klar, was der sich dabei gedacht hat. Als er da eben zum Pfosten hin ist, anstatt zu versuchen, den Gegenspieler zu stellen, wenn der schon so dicht vor der Kiste ist. Ach, schade, wäre der durchgekommen. Das wäre ein traumhaftes Ding gewesen. Oh, schönes Tackling. Ah, schade. Ich laufe hier gerade ein bisschen zu Hochform auf. Ihr merkt es. Eine Traumaktion nach der anderen. Was ist jetzt los? Was war das? Das glaube ich jetzt nicht. Jetzt hat der hier echt einen Elfer gepfiffen. Alter, das geht ja gar nicht. Scheiße. Ja, das wird wohl nichts aus. Die Null muss stehen. Also da, ich habe da jetzt elfertechnisch nichts gesehen, aber mein Gott, der Schiri hat ja nicht erst die erste seltsame Entscheidung gefällt hier. Ja, vorbei, vorbei, ja. Oh, Scheiße. Sah aber nicht schlecht aus, die Aktion. Ah, Scheiße. Ich glaube, ich habe hier jetzt soeben mitgekriegt, wie man relativ schnell die Abwehr überwinden kann. Durch einen, na, ich würde es nicht KI-Bug nennen, aber es ist auf jeden Fall schon eine Schwäche in der KI. Weil ich gerade, das war ja schon vorhin das zweite Tor, was ich so gemacht habe, den Eindruck habe, sobald ich in den Fünfer gehe, gehen die Innenverteidiger nicht auf den Gegenspieler, sondern die laufen, warum auch immer, eher zum Pfosten. Ich kann mir nicht erklären, warum. Weil es überhaupt keinen Sinn ergibt. Und ich gehe mal davon aus, dass es nicht nur, wenn man gegen die KI spielt, so sein wird, sondern dass das auch auftritt, wenn man online spielt. Also wenn man gegen einen anderen Spieler halt spielt. Ah, schade.
Wäre der ein bisschen weiter weggesprungen, dann wäre das hier das 4 zu 0 gewesen. Quatsch, das 4 zu 1. Jawohl, stark. Ich meine, da habe ich jetzt zum Beispiel auch kein Foul gesehen. Für mich hat er den Ball gespielt. Also es sah zumindest ganz verdächtig danach aus, als ob. Ach, fuck. Als ob es der Ball war, den er da erwischt hat. Und nach einer gefährlichen Aktion, bei der eine Verletzung des Gegners in Kauf genommen wird, wo man dann den Pfiff hätte verstehen können, sah das für mich auch nicht aus. Und da fällt auch noch das 1 zu 4. So stelle ich mir das vor. Schön in den Rückraum. Schön in den Rücken der Abwehr. Die Abwehrspieler schön alt aussehen lassen. Auch schön durchgetankt hier. Und da kommt er und sah nicht mal so aus, als ob er den richtig erwischt hat. Naja, doch. War da nur einfach mit Gefühl da durch die Lücke durchgedrückt, das Ding. Sehr geiles Tor. Vor allen Dingen sehr cool rausgespielt. So, und damit ist der Zug jetzt hier abgefahren. Der HSV hat den Schwung aus dem Sieg gegen Dortmund mitgenommen. Und auch in Bremen 3 Punkte geholt. Gegen die Erzrivalen 3 Punkte holen, ist natürlich immer ganz besonders geil. Scheiße. Ja, schade, da war jetzt noch ein Fuß zwischen, sonst wäre das Ding auch noch mal gefährlich geworden. Und da ist der Abpfiff, 3 Punkte. Das ist doch alles, was zählt. 1 zu 4. Endlich hat es auch mal mit den Toren so ein bisschen geklappt. Genauso wird das Spiel ausgehen am Wochenende. Das lege ich jetzt einfach mal so fest. Ich rufe da mal noch an hier beim Schiri und kläre das mit dem, dass das auch so ausgeht. Ich sage jetzt hier auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Reinschauen. Was tippt ihr denn am Wochenende? Jetzt mal Hand aufs Herz. Was tippt ihr im Spiel SV Werder Bremen gegen den HSV? Das ist so ein typisches Spiel, wo ich nur schwer einen wirklich realistischen Tipp abgeben kann. Und bei solchen Sachen tippe ich dann eigentlich immer eher auf ein Unentschieden, aber ich tippe hier mal auf ein knappes 2 zu 1 für den SV Werder. Ist jetzt einfach mal so ins Blaue getippt. Ich habe ansonsten keinen Plan, was ich da tippen könnte. Was tippt ihr denn für das Spiel am Wochenende SV Werder Bremen gegen den Hamburger Sportverein? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ansonsten sage ich jetzt hier vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge Rasenschach wieder. Bis dann, ich verabscheue mich.